Eine Milliarde und eins. Eine Milliarde und zwei. Eine Milliarde und drei. Eine Milliarde und vier. Eine Milliarde und fünf. Oh Gott, ich werde schon müde vom Zählen. So, willkommen zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake. Der Typ macht hier einfach weiter, als gäbe es keinen Morgen. Also, einfach, ja, Arme aus Stahl. Ich wäre wahrscheinlich schon nach 10 oder so halb tot. Gehört einfach dazu. So, ich mich schon länger nicht mehr geprügelt. Das ist irgendwie keine Statistik, die man führen sollte, aber irgendwo können wir jetzt hier mit Tifa hin und noch irgendwen verprügeln, meinte sie jedenfalls. Die Dame hier mit den viel zu großen Stiefeln. Schuhgröße 1028. Wo muss ich denn? Die Pfade liegen westlich von hier. Ah. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Ach. Zweiter Nachname ist vorbereitet. Westlich. Ach so, okay, einfach nur geradeaus. Das sieht richtig aus. Ein Auftrag für die Bürgerwehr. Überprüfen. Begib dich zu den Rostpfaden, um den Auftrag auszuführen. Die Rostpfade. Ja, das klingt auf jeden Fall nicht so nach Grünzeug. Warum können wir denn nicht zur Baumallee gehen oder zu den. Oder zu den grünen Wiesen oder sonst wo? Suche nach Kandidaten. Ist das der Typ, den Wedge meinte? Das Mädchen für alles? Hallo, ich stehe neben euch, ich kann euch hören. Please. Fetter Prügel. Verkauft ihr was? Ach du heilige Scheiße. Verkauft ihr was? Ja, Backpfeifen. Hier passiert was, klar? Ja. Willkommen auf den Rostpfad. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Der leckere Müll. Erstmal ein bisschen Müll. Okay. Okay, was darf ich jetzt hier machen? Ach, da geht's tatsächlich irgendwann weiter, okay. Zielbereich. Ich darf tatsächlich hier eine große Runde laufen, offenbar. Okay, so, da darf ich nicht hin, dann gehen wir doch mal hier in diese unheilvolle Höhle. Okay, ich kann sogar schlagen. Das ist sehr schön. Und da liegt auch schon die erste Materie auf dem Boden. Interagieren. Frost. Nice. Gut, dass ich mir das nicht gekauft habe für 300 oder so. 300 oder 500. Das sind Viecher, endlich. Ich mal wieder irgendwo drauf prügeln. Oh, da kann ich gar nicht so viel Schaden. Verschwende. Das wird so nichts. Jo, und sie boxt einfach drauf. Weißt du, er so mit einem riesen Schwert, alle anderen so mit Knarren und sie einfach so, nee. Ist ja irre. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Jo, stimmt, die haut hier einfach nur so drauf. Den blanken Fäusten. Ja, okay, mit irgendwelchen Panzern schon, aber trotzdem. Das ist halt schon, die braucht keine Waffen. Die haut einfach direkt durch dich durch. So eine Raketenfaust. Patentierte, tiefer, Lockhart Raketenfaust. Ja, der wachst du einfach nie wieder auf, der lässt sich noch eine ganze Woche danach. Leben! Schocker für dich, ja, schön. Okay, aber relativ easy. Quasi einfach nur Angriff halten. Und dann lösen sie sich wieder in Wohlgefallen auf. Ciao. Loot. Ich hab echt immer so ein bisschen Schiss, dass die Aufnahme zwischendurch mal abbricht. Kann sein, dass ich mal so ab der Hälfte der Aufnahme mal schaue, ob das auch alles aufgenommen wird oder ob ich hier gerade wieder völlig umsonst vor mich hinplapper ins Mikro. Das macht nämlich dann immer ganz besonders viel Spaß. Dann übernimm. Ach cool. So, können auch mal sie zocken. Tifas Besonderheiten. Tifa ist eine furiose Nahkämpferin. Ja, das, das haben wir gemacht. Mein Gott! Ohne Gnade, einfach drauf. Er haut durch dich durch, die Wand dahinter und das Haus und die Gegend. Generell, ne? Also alles. Ja, da wächst nie wieder was, wo die hinhaut.
Die schnelle Verkettung von Schlägen und Tritten setzt sie den Gegner unter Druck. Führe durch das Drücken von X einen Angriff aus. Ja, das kennen wir ja. Halte X gedrückt, um einen mächtigen Angriff auszulösen. Nutze Tifas Fertigkeit Entfesselung, um ihre Spezialfähigkeit auf maximal 3 Stufen zu verstärken und mit X noch mehr Angriffe in Folge ausführen zu können. Das, verstehe ich nicht. Entfesselung, um ihre Spezialfähigkeit auf maximal 3 Stufen zu verstärken. Ja, okay, das kriege ich dann noch mal irgendwann raus. Boom. So, Fertigkeit Entfesselung. Ah, okay, das ist die Entfesselung. Hackentritt. Chakra. Hä? Ach so, damit muss ich sich dann so hoch rappen quasi. Boing. Mein Gott, die Ratten werden auch immer größer. An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Ich wollte gerade sagen. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? 4? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Nee, wenn die wütend ist, dann... Wenn die wütend auf einen ist, dann, lauf besser. Okay. Transformieren kann sie sich auch. Übernimm du. An die Arbeit. Okay, so nochmal. Ich kann... Schmetterer. Achso, den kann ich... Okay. Mit Y führt Tifa einen mächtigen Angriff aus. Ja, den haben wir gerade schon gesehen. Normalerweise ist das ein Schmetterer. Dieser Angriff kann jedoch durch Tifas Fertigkeit Entfesselung zur Sprengfaust oder zum Schlagsturm verstärkt werden. Nice. Nach Einsatz eines entfesselten Angriffs sinkt die Entfesselungsstufe der Spezialfähigkeit um 1. Das habe ich verstanden. Im entfesselten Zustand erhöht Tifas Spezialfertigkeit den Schaden bei Gegnern im Schockzustand. Okay. Nice. Alles, was er A besiegt. Hey, das bin ich. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Ach so, das war's schon? Oh, okay. Dann kann ich aber trotzdem verstehen, warum die Leute ihr das Geld so direkt gegeben haben. Ja, die hatten einfach keine Angst vor Cloud und dem 5-Kilometer-Schwert hier, sondern, ne? Tifa sagt so, ja komm, ne? Kollege, gib Geld. Dann gibst du das Geld besser. Jetzt haut ihr einfach mal so eine schöne neue Wand ins Haus. Da kann ich nicht hoch, okay. Nur wieder durch die Tür. Mhm. Kannst mal sehen. Wahrscheinlich meinen die eh tiefer. Verkauft ihr was? Verkauft ihr was? Der Typ, den Wedge meinte, das Mädchen. Suche nach Kandidaten. Kandidaten? Okay, aber mit dem Reden kann man scheinbar nicht. Okay, na gut. Du machst jeden Job, habe ich gehört. Ich kann da noch viel als Reinigung. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Ach, und dann werden die hier angezeigt. Nice. Oh, bist du etwa der Söldner, der hier seit kurzem auf Jagd geht? Möglich. Scheint so. Wusste ich's doch. Schau nur, so viele Bestien wurden diesen Monat im Viertel erlegt. Je höher diese Zahl, desto sicherer ist es bei uns in den Slums. So ganz unter uns. Das ist alles dein Verdienst. Mach weiter so, okay? Es wird auch ordentlich vergütet. Das wollte ich hören. Besiegte Monster, Belohnung. Oh, aber kein Geld. Besiegte Monster, 10, 5 Falltränke, 20 für einen Seelenohrring. Okay. 50 für einen MP-Boost. Boost. Mit Katie sprechen. Cool, dass man sich das aussuchen kann. Danke, dass du so toll mitmachst. Hier wird es immer lebenswerter, finde ich. Okay, nettes Gespräch. Oh ja.
Entweder nehme ich die Treppe oder ich nehme die Leiter. Komm, ich denke, das geht schneller. Bitte doch, die sind alles kanadisch. Habt ihr es schon gehört? Die Hoffnungen sind angeblich wieder sicher. Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Boah! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Da reden wir nicht drüber. Wenn du Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Zu viel? Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komm auch mit. Nächster Wedge. Nope. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Nope. Och Mann. Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Naja, es sind knapp 20 Minuten vergangen. Das könnte schon nicht der Fall sein, aber okay. So, für den... Ach doch, für den Bürger. Ja, der ist immer noch dran. Hallo. Habt ihr es schon gehört? Die Rostpfade sind angeblich wieder sicher. Aber da wollte ich mich doch drum kümmern. Okay. Ich hatte gehofft, dass man sich da jetzt ein bisschen mehr mit den Gegnern unterhalten kann. Gibt es keine Möglichkeit, den Spiel manchmal wieder abbrechen zu müssen, beziehungsweise die Aufnahme manchmal wieder abbrechen zu müssen. Richtig gut. For whatever reason. Na egal. Hallo? Hey Junge! Man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben? Ich hätte jetzt auch gesagt, Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Eisenklinge, mal eins. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Kaufen, verkaufen. Aber wenn ich doch das neue Schwert nehme, dann kann ich doch das Panzerschwert gar nicht mehr nehmen, oder? Waffen und Rüstungen. Eisenreif. Sternenreif, okay. Was ist denn mit Prügelreif? Ach so, guck mal, wir könnten noch einen Eisenreif für Tifa kaufen. Wenn wir ein guter Kumpel wären, aber 2000 Gil, das sind 2000 Gil und ach cool, guck mal. Das ist ja auch noch deutlich mehr. Schutzweste, eine kugelsichere Weste, die mit Vorliebe von den Gardisten Shin rausgetragen wird. Okay. Ohrringe, Materialfragmenten bestückt sind, jo. Ein mit antiken Schriftzeichen versehener Talisman aus Gold, der die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Okay. So, ein Seelenohrring. Aber den kann man auch freischalten, wenn man die Viecher da in den, wie heißt das nochmal? Hier die Rostpfade verprügelt. Ein besiegter Ohrring, der ein verblassenes Bewusstsein zurückbringen kann. Okay, belebt im Kampf einmal automatisch wieder. Das Accessoire zerbricht dabei. Schade. Naja, besser als nichts. Waffen und Rüstungen, genau, dabei schon. Genau, ich glaube, die Eisenreife da brauchen wir noch nicht. Komm bald wieder! Die Eisenreife, das klingt wie so eine Prüfung. Waffenfertigkeiten lernen. Du hast eine neue Waffe erhalten und kannst damit auch ihre
dazugehörige Waffenfertigkeit erlernen. Erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfertigkeit den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet wird. Die Waffenfertigkeit des Panzerschwerts hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Cool. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufgaben. Dann fangen wir mal an. Mhm. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das? Why not? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Okay, die Arbeit als Alleskönner. So, das heißt, ich kann das andere Schwert im Prinzip ausrüsten. Oh, ich kann noch eine Materia mitnehmen. Hat von sich aus einen Bronzereif dabei. Ein Bronzereif. Kraftreif. Ja, gut. Die haut eh schon durch Metallplatten, also bin ich mir nicht sicher, was da an Stärke noch fehlt. Materie einsetzen. Ja, die Kämpfe wären natürlich auch anspruchsvoller, also kein Problem. Ja, Frost beherrscht der Claudia auch so, von sich aus. Den seelischen Frost. Element Eis. Geil. Eis, Eisgar. Erstmal das Ganze durchdeklinieren. Ja, wie immer. So, Ausweisumschlag, Chakra. Chakra anwendbar. Heilung 20 von 100 TP. Genau, das kann die Gute hier von sich aus. Dann gebe ich ihr mal den Frost. Und die anderen haben schon fleißig FP bekommen, wie ich sehe. Cool, alles klar. Das macht ja langsam mal echt Sinn. Hey, Moment. Die kann ich noch modifizieren. Geschicklichkeitsbonus, Gegner niederstrecken. Hackentritt, ja! Dass der danach überhaupt noch da steht. Sich nicht aufgelöst hat. Naja, so, sie verschwingt sich in die Luft und führt einen heftigen Tritt aus. Okay, kann man das vielleicht lernen, wie das geht? In echte. Diese fleckigen und zerschlissenen Handschuhe zeugen vom Trainingsfleiß ihrer Besitzerin. Okay. Moment. Wie geht das denn nochmal mit dem Modifizieren? Achso, ja, da muss ich in das entsprechende Menü gehen. War ja klar. Klar wie Cloudbrühe. Lederhandschuhe kehren. Sofort eine Materie, die es erlaubt, die Lederhandschuhe mit Modifikationen zu verstärken. Modifikationen werden mit Waffenpunkten freigeschaltet. Das brauche ich jetzt nicht alles nochmal durchlesen, hoffentlich. Sieht bei ihr auch hier geringfügig anders aus. Physische Attacke plus 5, Schnelligkeit plus 5, TP Maximum, MP Maximum. Okay. Generell immer die physische Attacke. Verwendet man ja relativ häufig, würde ich meinen. MP Maximum. Ja. Schnelligkeit. Ich glaube, dass Tifa eher so ein Charakter ist, der ja sehr, sehr schnell von A nach B rennt. Deswegen gebe ich ihr dann auch mal die Schnelligkeit. Okay, so. Kann ich da noch irgendwas machen? LT, RT? Was kann man denn damit? Gar nichts. Okay. So. Geh da lieber nicht leichtfertig rein. So, jetzt kommt das Schlimmste, was man im Leben machen kann. Mit Leuten reden. Was mit dem? Kandidaten. Ja, das ist mir bereits bekannt. Hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, das ist meine Ansage. Nehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Alleskönner Aufträge. Du kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Über das Menü Aufträge, dass du mit RT auf der Karte aufrufst, kannst du die momentan verfügbaren Aufträge einsehen. Die Aufträge können parallel ausgeführt werden.
Punkt schließe viele davon ab, um deinen Ruf als Alleskönner zu verbessern. Aber den habe ich doch schon. Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chadley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich Giga bei meinem Chadley. Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch. Alter, der Typ ist 12 oder so und der ist jetzt schon Doppelagent. Haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Okay. Kampfberichte. Schließe die Mission für die Kampfberichte ab und versorge Chadley mit den gewonnenen Daten, um neue Materie damit neue Materie entwickelt werden können. Okay, Mehrzahl. Angaben zu den Missionen können im Hauptmenü unter Kampfberichte eingesehen werden. Bei Berichten, die während der aktiven Auftragsfahrende Ungeziefer in der Fabrik. Rattenplage. Die Arbeit als Alleskönner. Achso, das ist auch Hauptstory. Sehr schön. Dann, das sieht nach Prügeln aus. Nice. So. Dann schaue ich doch mal. Berichte für Chadley. Grünschnabelstation, okay. Ist ja wie gemacht für mich. Muss ich das dann? Kampfberichte 0 von 1. Untersuchung. Mein Gott, ey, wie viel muss ich denn hier? Erstmal durchlesen. Untersuchung zu den Bestien Midgards. Nummer 1. Es ist eine unbarmherzige Welt, in der die Bestien Midgards sich bewegen. Kräfte. Ziel ist es, allgemeine Faktoren zu bestimmen, um diese Kräfte zu einer Materie werden zu lassen. Der Auftrag lautet, dies mittels Analyse zu untersuchen. Verwende Analyse bei 2 Gegnerarten. Neue Materie Auto Vita. Ah, eigentlich neues Auto. Gut, das heißt, ich muss eine Materie wieder entfernen. TP-Boost brauche ich wahrscheinlich später. Selbst heilen brauche ich wahrscheinlich erstmal nicht. Ja. So, wo geht's denn erstmal hin? Grünschnabelstation, genau. Kann ich denn hier... Wo sehe ich denn meine ganzen Aufträge? RT. Ah ja, okay, das sieht interessant aus. Das sieht dann wohl auch so aus wie so eine Verkettung von Aufträgen. 6 gibt's insgesamt. Okay. Dann helfen wir erstmal dem Giga Chadley. Ein außergewöhnlicher Junge namens Chadley hat dich darum gebeten, ihn bei seinen Forschungen zu unterstützen. Verwende die Analysematerial, um detaillierte Informationen über Bestien zu sammeln. Don't tell me what to do. Okay. So, Zielort. Jetzt, boah, ey. spielt die Version von dem PC, haben sie gesagt. Gott, ist das eigentlich normal? Du siehst einfach so ein... Komm, dann werde ich einfach mal nochmal neu im Laden. Ja, komischer Fehler, keine Ahnung. Als ob irgendwie so das Licht so von der Seite angreift. Als ob so von der Seite so der Heilige Geist angreift. Aber hey, dann komme ich endlich mal dazu, hier die Klamotten auch zu lesen. Jukebox. Slums von Sektor 7. Ein Slum, der sich unterhalb der Platte von Sektor 7 ausgebreitet hat. Das Leben in den schummrigen Trümmerhaufen ist im Vergleich zu der Stadt auf der Platte nicht einfach. Dennoch haben sich die Bewohner eine lebhafte Gemeinschaft geschaffen und wissen sich sogar mit einer eigenen Bürgerwehr gegen einfallende Bestien zu verteidigen. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass sich die midgarische Verwaltung sich da großartig drum kümmert. Okay.
Jukebox. Die Musikauswahl der Jukebox lässt sich vergrößern, indem du dir neue Schallplatten beschaffst. Schallplatten werden in Geschäften und Verkaufsautomaten verkauft, aber auch bei den Musikliebhabern der Stadt findet sich so manche Platte. Naja, wenn die Leute schon auf einer Platte leben, dann verkaufen sie die auch. Halte die Ohren offen und folge fremden Melodien, um die fehlenden Stücke aufzuspüren. Das Spiel lädt sich einfach mal wieder tot. Ey, was ist denn los momentan? Das Thema wieder kurz vor dem Kniefall scheinbar. Stadtplan von Midgar. Während die mit aufgerufene Karte angezeigt wird, kannst du dir mit deinen Standort im Stadtplan von Midgar anzeigen lassen. Eine nützliche Funktion, wenn du in dieser gewaltigen Metropole einmal den Überblick verlierst. Und den verliere ich echt häufig. Shinra-Konzern. Ein gigantischer Konzern, der... gleich kann ich das hier durchlesen. Ich weiß nicht, irgendwie ist wieder, ne? Ist gerade so ein bisschen so der Wurm drin, möchte ich meinen. Hat einfach keine Lust mehr zu laden. Danke. Ein gigantischer Konzern, der von Midgar aus die Welt beherrscht. Okay. Ursprünglich ein kleiner Waffenhersteller, der mit der Entdeckung der Makroenergie in seine jetzige Position aufgestiegen ist. Derzeit widmet sich der Konzern einer Reihe von Projekten, unter anderem dem Betrieb von Makroreaktoren, der städtischen Entwicklung, der Raumfahrt und der Herstellung von Waffen, natürlich, Medikamenten und Lebensmitteln. Ja, den großen drei halt. Wow, das hat nur 3 Stunden gedauert bis zum Laden. Wow. So, dann hoffe ich mal, dass mich das Licht nicht wieder angreift. Keine Ahnung, woher das kommt. Und habe ich auch Angst, danach zu fragen. So. Giga Chatley. Ich soll einfach nur analysieren, ne? Das kann ich allerdings auch so neben. Da kann ich aber auch eben mal andere Aufträge hier ausführen, denn. Jetzt dauert das schon wieder so Ewigkeiten. Irgendwas ist halt. Ich werde mich sicher wieder mal an dich wenden. Oh, das ist nett. Vielen Dank. Ich empfehle mich. Was wollte ich denn? Ich wollte hier nochmal. Ja, sorry für die Planlosigkeit gerade. Aufträge, Rattenplage. Tja, irgendwie möchte das hier gerade nicht laden. Ich weiß nicht, irgendwie so, ne? Irgendwie doch die Festplatte langsam einen Wisch weg hat. Das wäre ziemlich uncool. So, Weimar hat dir einen potenziellen neuen Auftraggeber vorgestellt. Sprich mit dem Krämer. Leute, jo, der mich sowieso richtig gut leiden kann. Okay? Unser Viertel wird Stück für Stück sicherer. Lass mich fallen. Krämerladen. Wo ist diese nervige, die da die ganze Zeit rumschreit? Das war hier, ne? Oh mein Gott, ich konnte mich mal zurechtfinden. Nice. Item Shop. Only the best items. Ja, ist ja gut. Hallo, Tiefen. Dein Freund verdient sich also neuerdings als Söldner. Ja. Dann kannst du vielleicht auf Aasrattenjagd für mich gehen. Was war das denn? Die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nun Ruf zu verlieren. Sag mal, keine Sorge, das kann ich wirklich sehen. Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal. Hauptsache, du erledigst die Arbeit anständig. Also. Diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Das Avalanche 2. Rattenplage. So, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, wir haben hier herein ein paar spaziert, Ratten. Hereinspaziert! Boah, das ist einer davon, Gott. Ah, Entschuldigung. Ja, nur meckern. So. Rattenplage. Wo muss ich denn da hin? Rattenplage. Achso, den. Hä? Cool, das heißt, ich habe den ersten Teil davon schon erledigt. Interessant. So, ja, tatsächlich. Rattenplage. Kann ich das hier irgendwo. Genau, Zielort auf Karte anzeigen. Das ist cool. Auftrag priorisieren. Dann mache ich das auch mal. Route überprüfen. Ach cool. Dann bin ich ja direkt hier.
Hinter der Piepengasse hat sich seit neuestem eine Horde Ratten breit gemacht. Gigantische, wie heißt das? Ratten. Fiepen Tag und Nacht rum, die Viecher, und bringen alle um den Schlaf. Hinter der Piepengasse hat sich seit neuestem eine Horde Ratten breit gemacht. Fiepen Tag und Nacht rum, die Viecher, und bringen alle um den Schlaf. Ach, guck mal, so eine alte Lagerhalle. Ich hab erstklassige Shinra. Oder Hangarhalle oder irgendwie sowas. Ach so, der hat auch einen Auftrag. Oh, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht zum Einkaufen hier. Du musst der Alleskönner sein, von dem man sich so viel erzählt. Gut, du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Ich will, dass du die fliegenden Echsen in der alten Fabrik erlegst. Da ist nämlich unsere Das hier. Schon wieder. Meine Stammzulieferer begeben sich für Trödel gerne mal in Gefahr. Das macht mir etwas Sorgen. Ich übernehme das. Besten Dank, Mann. Wegen der Einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll an Najin wenden. Er ist ein Mitglied der Bürgerwehr. Lass ihn nicht warten, die Sache drängt, okay? Ja, ist ja gut. Okay. Schlimmsten sind die 7 Schrotthandel kaufen. Der hat irgendwie nur... Hä? Minus. Ach so, die geben schon Prozente oder was? Nice. Gegenstände, stimmt, die haben mal 50 gekostet, wenn ich mich nicht täusche. Minus 30, minus. Also, ne, Minusprozente dann. Hä, mit 50, dann gibt er mir ja fast 50%. Das ist aber gar nicht mal so schlecht. Oder habe ich mich da gerade vertan? Naja. Ungeziefer in der Fabrik. So, so. Sachen, die man in den normalen Läden nicht kaufen kann. Die Piepengasse. Keine Sorge, die Seriennummern wurden alle. Okay, was ist dann hier? Da ist irgendwas für Aufträge. Oh. Ich hab den Hinterhof gefunden. Den Hinterhof mit der Donnerkuppel. Ach so, Moment, jetzt muss ich nochmal eben den Analysator hier reinlegen. Da Spiel ja nicht mehr aufnehmen wollte und so. Eisenklinge, tatsächlich. Wow, Geschicklichkeit. So, gerade lädt das nicht so richtig. Geschicklichkeit 100%. Ein rascher Schwertstoß nach dem schnellen Annähern an den Gegner. Schockpotenzial groß. Schwertsturm. Ein Dreifachangriff auf Gegner in der Umgebung wird stärker, je mehr Gegner getroffen werden. So, Geschicklichkeitsbonus. Mindestens 3 Gegner treffen. Cool. Aber guck mal, ey, das hat... Dass man das aber auch sofort austauschen kann, ist aber... Oh, guck mal, hat mehr Magieangriff. Ein Großschwert aus handverlesenem Eisen. Verlesenen Eisen. Erzen steht da. Ja, Gesundheit. So. Ach, dann nehme ich das doch einfach mal. Was soll schon schief gehen? Und dann kann ich nämlich da, das passt ja auch so gut, direkt den Analyseknoten reinsetzen. Das Analyse-Materium. Eisenklingel. Die Eisenklingel. Keine Chance. Na dann. Euer Fehler, Smoker. Bis hier und nicht weiter. Gott, die Mucke. Verschwende. So, dann mal hier. Schwertsturm. Hilft gerade nicht so wirklich, aber... Oh, nice. Stufe aufgestiegen. Ha! Stufe 11. So schnell zeigen sich die Biester wohl nicht. Das war's schon, oder? Und was nun? Warten wir? Ah, obwohl. Lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Okay, aber ich hab doch gerade erst angefangen, hier mich zu prügeln. Ja, gut, ist ja immer noch der Anfang, ne? Das ist ja jetzt hier. Was ist das denn? Folge 6 oder so? Ja, ne? Da ist also noch reichlich Platz für mehr und die Kämpfe werden ja auch noch deutlich anspruchsvoller. Mein Gott, jetzt säufer ich ja schon. Aber ich will, ne? So ein Bier zum frühen Morgen? Ja, war das 8 Uhr oder so gefühlt. Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Was ist? Hast du es mit der Angst zu tun? Boah, der sah wieder so richtig entertained aus. Magst du erlebt haben, schön und gut. Mein Auftrag bezog sich allerdings auf deren Lobbygangs. Tu mir also einen Gefallen und setz die Rattenjagd fort, ja?
Die Viecher werden sicher bald aus ihren Löchern kriechen. Okay. Lauf nächstes Mal nicht wieder gleich davon, du Allesrenner. Oh, der war aber innovativ. Kaufen. Ist das irgendwas, was nützlich ist oder immer noch den billigen Tarn? Guck mal, weil der verkauft die mir nämlich für 50. Das heißt, dann kaufe ich die lieber bei einem Schrotthändler. Denn der macht mir da ein super duper Angebot und ich hier so, ne, überteuerte Scheiße. Tschüss. Hereinspaziert, hereinspaziert! Eine Bekannte von mir ist angeben. Na dann. Moinsen! Und die Ratten so, oh, nicht der schon wieder! Die kann ich gerade nicht übersehen. Ziel lokalisiert. Ha! Maßratte! Sehr gut! Ausgezeichnet! Komm! Und tschüss! Na? So, schon die Fähigkeiten auf Level! Feuer frei! Ja! Oh ja, Magie. Nee, Moment. Achso, Analyse, stimmt. Analysiere. Asrate C. Neben B und D. So, eine Mutation der großen Wehrratte. Sie ist größer und intelligenter als die gemeine Wehrratte und hat natürlich Scheu vor Menschen verloren. Natürliche Scheu, achso. Sie hält sich gezielt an jenen, die anderen Ratten etwas antun. Okay. Nach Erleiden einer bestimmten Schadensmenge wird sie schockanfällig. Ach, das sind schon die Viecher, die ich direkt verprügeln soll. Das, okay. Resistenzen. Wirksam. Hä? Ach so, das. Okay, das baut sich auf. Wirksam. Wirksam ist also Frost. Ja, das wird amüsiert. So, das heißt. Oh ja. Einfach mal draufhauen. Nice! Okay. Geil, wie das auch in so einem Hall übergeht. Schock. Ja. War okay. Easy. War okay. Ach so, cool. Okay, das ist nice, dass ich dann da sofort zum Krämer zurück kann. Allerdings kann ich auch nicht gehen, ohne hier vorher den Loot eingesammelt zu haben. Also, please. Was haben wir hier? Handgranaten, genau. Die Ratten haben sich aber auf was leicht Größeres vorbereitet. Morgen übernehmen wir die Slums. Und dann die ganze Welt. Instant Food. Okay. Der streicht sein Holz auch mit Holzfarbe an. Hereinspaziert, hereinspaziert. Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch ihr beiden. Mhm. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Oh, da kann ich gar nicht verstehen. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasrattentötenden Alleskönners ist. Was meint ihr? Klingt super, oder? Bist du dabei, Alleskönner? Wenn du meinst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Direkt mal Schindler überholen. Kaufen. Gegenstände Materie. Oh, scheinbar eine neue Materie. Und diesmal gibt er mir sogar Prozente. Ermöglicht den Einsatz von Zustandsheilmagie. Antidot anwendbar. Medika anwendbar. Widerstand anwendbar. Ja, da kann man direkt den Widerstand rufen. Den kompletten. Würde ich mir tatsächlich dann. Also, kaufe ich mir schon, aber. Das lief doch wie am Schnürchen. Später, weil ich hab sicher echt Schiss, dass. Ja. Ich nun einfach mal zwei Minuten länger warte und das irgendwo in der Ecke finde. Muss ich den nämlich auch nicht bezahlen. Sind wichtiger als Geld. Der Betroll, den ersten Auftrag erledigt. Die Regeln der Slums. Nice. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin.
Und eine strenge, wenn es darauf ankommt. Also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Moment, war das Regel Nummer 2 oder 3? Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, würde ich tatsächlich tun. Allerdings dadurch, dass ich hier so oft die Aufnahme neu starten musste, was mir auch gehörig gegen den Zeiger geht, würde ich sagen, ich packe noch ein paar Minuten drauf. Was auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht, bei wie vielen Minuten ich gerade bin. Ja, Vorbereitung ist alles und so. Dann würde ich nämlich nochmal eben... Dass der das hier auch nicht lädt, ich weiß nicht, irgendwie... So, treff den Schrotthändler. Sprich vor der Fabrik mit Najin von der Bürgerwehr. Okay, auf der Karte lokalisieren, das ist ganz cool. So, überprüfen, Auftrag priorisieren. So, geradeaus. Ach so. Rote, genau, einfach nur geradeaus und dann da irgendwo los? Links. Kriege ich das hin? Das, sehen wir gleich. Okay. Der ist also der Rattenschlechter. Keine andere Wahl, als da zuzuhören. Wenn nun noch was passieren würde, dann wäre das auch sehr toll. Ach, ich wollte doch gerade den Auftrag machen. Mensch. Das ist zwecklos. Nice, ich kann einfach vorbeilaufen. Hallo. Die Fabrik ist gesperrt. Da treiben sich Schimmer rum. Obwohl, Moment. Du bist's ja, Tifa. Fabrik, ne? Ach so, da wo der Typ am Anfang meinte, da besser nicht lang gehen. Ich glaube, das soll so sich in den hinteren Lagerhallen an zwei Stellen. Merz sie aus, okay? Was ist das denn? Okay, das geht. Die Schimmer wurden an zwei Stellen in den hinteren Lagerhallen gesichtet. Lasst keine leben. An drei, ich hab zugehört. Ungeziefer in der Fabrik. Ja. Okay, bisschen brutal, ne? Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Alte Tallagerfabrik. Okay. Sehr wohnhaft aus hier. Wohlig wohnhaft. Da gibt's was zum Looten und das ist leider abgesperrt. Okay. Gib ich mal zwei. Na, was hab ich gesagt? Na, na was hab ich gesagt? Hab ich auch? Okay. Da gibt's noch Kisten. Wenig Gegner bis jetzt. Und dann sehe ich auch mal hier das Werk von Naam. So eine Schande. Es geht los. Und Kisten. Möglicherweise gehört das irgendwelchen Leuten, aber naja. Mal drauf hauen. Analyse. Mhm. Alles, was er C. Ein alles, was er weckt, das über den Slavs zu treffen ist. Es lebt und agiert in Schwärmen, die nach Essenfressen suchen, aber auch Landtiere und sogar Menschen angreifen, um ihren Hunger zu stillen. Wow. Keine taktischen Informationen verfügbar. Wirksam. Frost. Scheinbar. Okay. Wirksam, Resistent, immun, bla bla bla. So, das heißt, wir wechseln wieder in den tiefer Verprügel-Modus.
Also nicht, dass Tifa verprügelt wird, hoffentlich nicht, sondern, ne, dass sie ordentlich austeilt, mal wieder. So, Magie. Tschüss. Schwäche. Ich leg los! Okay. Kannst dich an der Musik einfach nicht anschauen, das geht einfach gar nicht. Das ist physikalisch einfach nicht möglich. Berichte für Chatley. So, Chatley. Okay. Keine große Sache. Nee, das ist ja der kleine Bub. Die war cool, dass man da sofort hinfliegen kann. Aber dann fliege ich ja hier aus der Fabrik wieder raus. Aha! Hey! Ups! Los, kleine Fische! Ja! Leichter Fall! Scheiß Wort! Was? Materia-Stufe gestiegen. Zauberlehrling, ah ja. Ob's doch so eine Band, die so heißt. Ah, boom. Ich bin bereit. Aha! Ja, genau, ich spring einfach da hoch. Kameraperspektive durch, helfe! Übernimm du. Überlass das mir! So, Lira Schimmer A, ein wildes Wesen, das in den Synapsbäumen ist und über magische Kräfte verfügt, natürlich. Es ist von kleinen Wuchs und fliegt oft nah am Boden. Windelementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste. Windelementare, aha. Wenn du es mit Magieattacken triffst, fliegt es kurzzeitig tiefer. Verschlossen. Siegprämien. Ach so, da steht ja auch alles. Gegenstände, Reputationssphäre. Okay, stehlbar. Frühlingsfeder. Nice. Wirksam, Wind. Okay. Wow. Boom. Da kommt das Feuer auch nochmal drauf. Keine Chance. Jetzt geht's los geht's. Soll er nehmen, oder? Boom. Mhm, auch so ein Ziel besiegt. Okay, da komme ich dann auf den Leash zu meinem Lüt. Dem Lüt? Finde ich auch. Hä? Wie verschlossen? Ey! Dude! Zwecklos! Oh nein. Was war denn hier? Aha. Halten. Wow. Okay. Klick.